Banking selbst ist, glaube ich, eine Branche, die sich in den letzten Jahren kaum verändert hat. Auf der anderen Seite sieht man, dass sich eben um das Banking herum extrem viel bewegt. Wenn wir beispielsweise nach links oder rechts schauen, werden wir feststellen, dass schon erhebliche Umsatzanteile über digitale Geschäftsmodelle generiert werden. Die digitale Transformation in Banken wird im Wesentlichen durch zwei Aspekte gestaltet werden. Das ist einerseits die Digitalisierung des Kerngeschäftes, also dessen, was Banken heute schon an Produkten, an Leistungen für Kunden erbringen. Und das zweite wird sein, dass Banken viel stärker Kollaborationsfähigkeiten, die in diesem Ökosystem erforderlich sind, einbringen und entwickeln. Und was braucht es dafür? Eine ganz klare digitale Strategie, eine Vision. Wo möchte dieses Haus, wo möchte eine Bank in Zukunft stehen? Aber, und das ist eben der Unterschied zur alten Welt, dass wir viel, viel stärker am Kunden denken werden und dass Banken eben nicht mehr nur Strategien auf Papier schreiben, sondern genau diese Strategien auch ausprobieren werden. Also sprich, das Ganze komplementieren mit einer Kundensicht, mit der Validierungsperspektive. Was können Banken auf diesem Weg der digitalen Transformation eigentlich einbringen? Was neue Wettbewerber, insbesondere Fintechs, nicht haben, sind eben Kunden und zum anderen Markenbekanntheit. Am Ende dieses digitalen Transformationspfads wird letztendlich eine Art New Normal im Banking stehen. Das bedeutet, dass Bankprodukte, also beispielsweise ein Konto, was heute schon per se digital ist, aber eben auch in dem Weg zum Kunden digital wird. Also wir werden weniger Filialen sehen, sondern stärker Online-Mobile-Kanäle. Zum Zweiten werden wir erleben, dass Banking viel, viel tiefer integriert, viel, viel intuitiver für den Kunden nutzbar ist, in den Lebensalltag sozusagen eingebettet wird. Was ganz, ganz wichtig ist, Banken werden nicht mehr alleiniger Erbringer dieser Leistungen sein, sondern wir werden viel stärker in modularen Wertschöpfungsnetzwerken, Wertschöpfungssystemen leben. Also sprich, Ökosysteme werden das Banking viel, viel stärker prägen. Und am Ende der digitalen Transformation werden wir einen tiefgreifenden Wandel sehen und Banken, so wie wir sie heute kennen, wird es in Zukunft nicht mehr geben.